So, hi und hallo mal wieder. Wie ihr seht, öffne heute wieder ein paar Star Wars Force Attack Extra, die brandneuen und aktuellen. Ich habe hier 10 Booster und jetzt schauen wir mal, welche Motive oder Karten ich da drin finde. Und natürlich, dass ich auch meine Sammelmappe voll kriege. Also, möge die Macht mit mir sein, dass ich hochwertige Karten finde. Und was ihr von der Serie haltet und ob ihr sie sammelt, ganz egal was, postet mir nur. Vielleicht habt ihr auch schon eure Sammelmappe vollständig. Das könnt ihr mir natürlich auch posten. Ganz egal was. Ah, jetzt mal wieder eine etwas hochwertigere Karte. Das interessiert mich wirklich, wie viele da draußen sind. Und die Star Wars Extras sammeln, weil die sind ja nicht was für jedermann. Aber ich habe mir schließlich die Sammelmappe besorgt, die Original-Extras. Könnten ruhig noch hochwertigere Karten drin zu finden sein bei mir. Na. Aber nichtsdestotrotz, ich brauche sie ja trotzdem alle, um meine Sammelmappe voll zu kriegen. Und mal wieder eine Stand-up-Karte. Zählt natürlich zu den hochwertigen. Wie ihr hier seht, mal wieder die Spielanleitung. Ah, ich sehe schon, da sind einige Karten bei, die ich noch nicht habe. Ich hoffe, ich konnte euch bis jetzt auch ein paar Motive zeigen, die ihr noch nicht habt. Und wo ihr die natürlich sicher und bequem bestellen könnt, werde ich natürlich immer unter ein Video verlinken. Auch wenn es noch nicht in Deutschland erhältlich ist. Amazon UK. Da bestelle ich teilweise auch. Das habt ihr ja schon mitgekriegt. Weil da gibt es ja auch die Multipacks. Die Starterpacks. Oh, mit einer Hologrammkarte. Die sind, glaube ich, richtig schon was wert. Ich glaube, 6 Euro meistens im Internet schon. 6 bis 8 Euro. Teilweise schon. Also die Preise für die Star Wars Extras. Besonders bei den limitierten Karten, die sind ja ganz schön in die Höhe geschossen. Ich glaube zwischen 18 und 26 Euro werden teilweise schon die limitierten gehandelt. Es kommt immer darauf an, welche. Das ist schon der Wahnsinn. Doch ein paar schöne Karten bei, die ich noch nicht habe. Wie gesagt, postet mir alles, wie ihr die Serie findet, was ihr davon haltet und ob ihr sie selber sammelt. Oder wenn es da draußen welche sind, die ehrlich sind, warum sie sie vielleicht nicht sammeln. Könnt ihr mir natürlich auch hier posten. Das beste Raumschiff der Galaxis. Sind wirklich ein paar Karten bei, die ich absolut nicht habe. Müsste ich so langsam meine Sammelmappe voll kriegen. Hier habe ich auch schon wieder eine hochwertige und wieder eine Stand-up-Karte. Finn. Perfekt. Ich glaube, die habe ich noch nicht. Kommen, glaube ich, schon ein paar Doppelte, die ihr selber schon mitgekriegt habt. Ah, oh, wieder eine Stand-up-Karte und Han Solo. Ah, oh,
Hochwertige. Jetzt habe ich aber ein paar gute Booster dabei gehabt. Nun kommen wir zum 10. und letzten Booster für heute. Allerdings nur von Star Wars Extra. Ihr wisst ja, ich habe so viele Projekte, die ich immer hier mache. Immer wieder werde ich andere Booster öffnen. So, und das waren jetzt meine Karten, die ich meine 10 Booster gefunden habe. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar Motive zeigen, die ihr vielleicht noch nicht hattet, wo ihr sie mal günstig weniger, wo ihr sie sicher und bequem bestellen könnt, werde ich unter dem Video verlinken und sage deshalb, wie immer, bis demnächst, guckt hin und schaut zu.